weiter geht's. Sie waren wohl doch nicht so sicher da drin. Objekt aufheben. Oh, hinter uns. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Ja, da war ich nicht schnell genug, weil ich mir gedacht habe mit F. Aber das erhöht ja nur die Reichweite. Ach, ich bin doch jetzt ganz durcheinander. Bücher und Karten. Wer hat euch beauftragt? Ich habe keinen gesehen. Hab immer nur anonyme Briefe erhalten. Aber sie zahlen gut, also erledigen wir es. Nun, diese Tage sind vorbei. Richtet das euren Auftraggebern aus. Was sage ich, wer ihr seid? Sagt nichts. Sie wissen es. Hey, Sam. Der hier hat noch Munition. Die solltet ihr besser mitnehmen. Eure Pistole ist ja schließlich leer. Dann zurück zum Green Dragon. Ich brauche einen Drink. Passt auf die Truhe auf, Charles. Wir kümmern uns um die Downheim. Klare Schusslinie! Halt! Die Leichen haben sicher auch Taschen. Wäre doch eine Schande, da nicht reinzuschauen. Seid ihr verrückt? Falls ihr es vergessen habt, wir haben etwas zu tun. Ach, was müsst ihr mir noch immer den Spaß verderben? Wir kontrollieren alles, ob die das wollen oder nicht. Hoppel, hoppel. Hallo. Hier bin ich. Oh. Oh, oh, oh. Ach, na kommt. Sind nur ein paar Teufel mit Messern. Nichts Besonderes. Diese Halunken habe ich auch nicht gemeint. Ja, nachgeladen. Yeah.
komm, lad nach, schneller. Johnson muss nach all dem schon mehr Geld abdrücken, wenn er möchte, dass ich bei ihm bleibe. Ja, das will ich wohl auch mal sein. Bitte schön. Habt Dank, Master Kenway. Nun, sagt mir, was ihr benötigt. Die Bilder auf diesem Amulett, kommen sie euch bekannt vor? Habt ihr so etwas vielleicht bei einem der Stämme gesehen? Es scheint von den Kanyen Kehaka zu sein. Könnt ihr es einem bestimmten Ort zuordnen? Ich muss wissen, wo es herkam. Mit meinen Forschungen vielleicht. Mal sehen, was ich tun kann. Thomas. Was? Mietet euch ein Zimmer. Und gönnt euch ein Bad. Wir werden wohl eine Weile hier sein. Okay. Mission erneut spielen. Über DNA-Anzeige können Sie diese Mission erneut versuchen. Und wo ist... Okay. Was sollen wir jetzt? Klar, die Mission jetzt nicht optimal abgeschlossen, aber... Da hinten haben wir schon mal wieder eine neue Quest. Oder Auftrag, oder wie man es auch benennen möchte. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Churchill. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Woran? Okay. Machen wir uns mal auf den Weg. Hier ist gut Party. Hossa! Huhu, yeah, yeah. Ab geht's, was ist das denn hier für ein Pfaffe? Hier will keiner mit mir reden. So ein Brettspiel spiele ich nicht nochmal. Die haben uns ja abgezogen. So, anscheinend erstmal hier den hier. Charles. Sir. Das ist nicht die feine englische Art, ne? Sagt man doch so schön bei denen. Wir sind wohl nicht die einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden.
Das war aber ganz schön verpixelt. Kommt. Ich zeige euch wie. Okay. Dann gibt es jetzt ein neues und atemberaubendes Wundermittel. Montgomerys reines Python-Extrakt. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen. Auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Aufgeblasener Knall. Neues aus Frankreich. Der französische Politiker und Schriftsteller Baron de Montesquieu verstarb im Alter von 66 Jahren. Gegner werden misstrauisch. Bewegen sie sich zwischen den zwei Untersuchungen. Das skandalöses Benehmen von einem, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern wären sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Das Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Okay. Die größte Auswahl an Kurzwaren lebt. Auf der nächsten Kirche klettern und es. Okay. Endlich mal was Vernünftiges. Hoch da. Komm. Hoch. Mach da nicht. Warum nicht? Morgen am Glockenturm sein neues großes Netz zum Auffangen stürzender Objekte. Ja, jetzt macht das, hä? Na ja, egal. Oh, das ist zu hoch eigentlich. Egal, der kann das. Komm hoch. Fein. Oh, guck mal da. Ich mach dich kalt! Ah, das wollte ich schon immer wieder mal machen. Ach. Deswegen liebe ich dieses Spiel so. Kann einfach tun und lassen, was man will. Wo ist die Kirche? Da. Kletter mal von hier. Komm. Ach, jawoll. Hat er doch fein gemacht. Ist hier ein Pfeil? Ach. Alter, runter. Runter, habe ich gesagt. Ja, ach, ich fallen lassen. So. Da ist ein Heuhaufen. Juhu! Na, ich würde eher sagen, das ist Mais. Kein Heu. Absolut genial, wie der über den Zaun springt. Ach ja. So, jetzt müssen wir uns hier erstmal einen Weg suchen. Hier werden wir nicht hochkommen. Aber... vielleicht irgendwo hier. Ich glaube nicht, dass das hier... oh doch, die Sprossen. Ach, habe ich gar nicht dran gedacht.